Okay, weiter geht's. Okay, hier gibt's nichts. Oh. Okay, wenigstens ein paar neue, die Winterfesten. Ach komm, ich mach Rolli. Dann kriegt er nicht diese Fresse hier. Sag ich doch. Tolles Tor! So muss es sein. Level 14 schon. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist oder ob das jetzt normal noch ist. Was, man kann ja etwas mit den Blitzen machen. Mann, ich weiß, was man mit den Blitzen machen muss. Da ging ja schnell, das ging ja schnell. Meine Tempo sind wir bestimmt bald durch den Schnee hindurch. Folgt mir. Das machst du super. Geh weiter. Danke, Spiel, dass du mich hier motivierst, weiterzugehen. Okay. Truhe. Holzfällerschlag. Tolle Elan-Punkte, danke. Und du? Lawinen sind hier an nach Nordhorn nichts Ungewöhnliches. Vor einiger Zeit kam es sogar zu einem wirklich hässlichen Unfall. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß die ganze Story und das ist traurig. So viele Blitze und ich darf die nicht benutzen jetzt momentan. Ich frage mich, wann denn eigentlich? Okay, Haus. Ich kann da hinten ein Gebäude sehen. Wir haben es sicher durch den Schnee geschafft. Nicht rennen. Das ist gefährlich. Du wirst den Bergoger verärgern. Bergoger? Ah, es ist ein Bär. Hab ich nicht gesagt? Jetzt sind wir dran. Keine Ahnung, und so totstellen? Ah! Was ist passiert? Huf, ich bin noch am Leben. Der Bär ist weg. Von hier an solltet ihr den Weg alleine finden. Tut mir leid, ich muss los. Danke für die heiße Schokolade. Er hat einfach den Bär abgeschossen, okay. Hat der uns etwa gerade vor einem Bären gerettet? Haha, das glaubst du doch selbst nicht. Wenn ihr wüsstet, wer das ist. Bestimmt nicht, haha. Auf jetzt. Wir haben jetzt schon genug Zeit vergeudet. Wir sollten versuchen, die Alpine Junior zu erreichen, bevor eine neue Schneesturm aufzieht. Du hast auch keine anderen Sorgen, oder? Bär greift an, einfach stumm sein, Wieder mal ein Zufallskampf. Zu Alpine Junior geht es hier lang. Es geht nicht einfach, durch den ganzen Spiel zur Schule zu gelangen. Okay. Die Schule sieht doch mal geil aus. Geil, geil, geil. Truhe. Jetzt will ich mal alles erkunden gehen. Los, lass mich erkunden. Das ist also die Alpine Junior High. Ich frage mich, wie Sean Frost aussieht. Aha. Ihr müsst von der Raimund Junior High sein. Ja schon, aber... Oh, das ist ja unglaublich. Ihr seid es wirklich. Was macht Japans? Bestes Team hier bei uns. Kann ich ein Autogramm haben? Darf ich deine Hand schütteln? Darf ich? Bitte. jetzt ist meine Hand total schleimig. Das ist ja Wahnsinn. Jeder kennt ihr uns. Zum ersten Mal, seit wir Football Frontier gewonnen haben, spüre ich, wie es ist, berühmt zu sein. Du nicht, Fettsack, du nicht. Mark, vergiss nicht, warum wir hier sind. Ach, genau. Wir sind auf der Suche nach Sean Frost. Er ist der auf der Foto. Er ist der hier auf dem Foto. Kennt ihr ihn? Das ist, was denn? Oh, nichts. So wie ich Frost kenne, fährt er bestimmt gerade Ski. Skifahrer? Sollte er nicht eigentlich Fußball spielen?
Frost ist großartig in jeder Sportart, die er ausprobiert. Er ist so cool, ich bin sicher, er schafft dieses Jahr noch einen Skisprung über 100 Meter. Ich glaube, er wird eher eine 1080-Grad-Drehung beim Eislaufen machen. Wow, klingt, als sei er ein super Typ. Ich kann es kaum erwarten, ihn kennenzulernen. Den kennst du schon. Ja, wir verstehen schon. Er ist also das totale Sportass. Aber wo zum Geist steckt er? Schau mich nicht so böse an. Du machst mir mal ein gruseliges Gesicht. Ich habe Frost heute noch nicht gesehen, also weiß ich nicht, wo er sein könnte. Echt? Na gut. Dann fragen wir uns einfach durch. Mal sehen, ob wir ihn hier so finden können. Ach, und ihr wisst ja bestimmt, dass das hier die hintere Eingangstür ist, oder? Die meisten Schüler findet man am Haupteingang der Schule. Versucht dort oberhalb der Treppe euer Glück. Ah, okay, da gehe ich gleich aber hin. Viel Glück bei eurer Suche. Ja, mache ich. Und du? Willkommen in der Albinia. Ist euch dieser Kleine nicht kalt? Ich sag gerade der Richtige. Drei Gegner, die Schlittenspieler. WTF, ich spiele auf Eis? Oh nein. Nein, auf Eis ist scheiße. Ach komm, wir machen einfach mal alles können. So, und in your face. Tolles Tor! So muss es sein. Din, 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 din. Ich glaube, da bin ich. Ja, ich wusste es doch. Zurück. Und du? Fußballclubs sind alle gut befreundet. Sie veranstalten ständig Schneeballschlachten. Wir gehen zusammen als Skifahren. Oh, das ist ein tolles Team. Und du? Hier ist ein Schneeflug. Ihr könnt nicht Fußball spielen, wenn der Platz mit Schnee bedeckt ist. Oh, danke dir. Die Truhe will ich trotzdem haben. Jugendstollen. Okay. Und ihr beiden Schicks? Frost vor, er ist unser Held. Nur mit nur einem Schuss rettet er die Welt. Frost ist so vertraut, er ist nett. Ich bin zwar ein guter Sportler. Und so cool. Er ist einfach perfekt. Und er würde so es hassen, wenn ich ihm das alles sagen würde. Denn bescheiden ist er auch noch. Oh. So, verstehe. Du? Die Mädchen hier haben nur Augen für Frost, verflixt. Ja, dann werde ich mal sagen, spiel Fußball. Und werde besser im Fußball, dann wirst du berühmter. Oh, ist ein Schneehase? Hoppel, hoppel, moppel, choppel. Okay, wir haben alles jetzt geholt. Und wir gehen mal zum oberen Eingang. Die Leute hier haben nichts zu sagen. Neue Gegner, die Eiskappen. Ich hab die jetzt perfekt genommen, oder? Weiter so, Raimon! Ich bin der Beste. Okay. Frost trägt immer diese weißen Schall. Ihm ist wohl kalt. Hm. Okay. Neues Team, die Frostbeulen. Oh nein. Wie sieht der denn aus? Tolles Tor! Ist ja klar, dass er es nicht bekommt.
Okay. Und du? Schon mal am Nordhang gewesen? Angeblich gibt es dort vor langer Zeit mal einen Unfall. Da ist sie vor langer Zeit. Ich glaube nicht, dass da so viel Zeit aufgegangen ist, da. Ich spüre etwas. In der Hose. Immer wieder diese Zufallskämpfe. Okay, hier gibt es nichts. Erstmal alles hier durchschauen. Man kann ja nicht wissen, was man hier verpassen kann. Da ist eine Truhe. Aber wie komme ich... Ah, okay, da sind Treppen. Okay. Jetzt kommen die Zufallskämpfe richtig. Psst, ihr fragt mich nur. Ich baue einen Schneeball, um die Leere zu erschrecken. Ach, das ist gut. Das mal da... Ich möchte gerne helfen, aber kann nicht. Schade. Noch eine Truhe. Frische Handschuhe erhalten. Inventar, Ausrüstung. Das nehme ich doch gerne mal an. Ach komm jetzt. Wo ist die Truhe gewesen? Da bist du ja. Powerriegel. Steht da nicht einfach hier angewurzelt? Komm schon, du musst weiter üben, um richtig schnell zu... Ah, okay. Und du? Ah, okay. Und Katze. Jo, ich liebe Schlittschuhlaufen. Yay, glaube ich dir. Wow, ich kann die Kälte nicht aufstehen. Katzen schlafen gerne im Warm, aber Hunde schlafen lieber draußen. Warte mal, war es gerade umgekehrt? I don't know. Frost, den habe ich gerade noch mit deinen paar süßen Mädels am Haupteingang gerade gesehen. Wenn ich nur so darüber nachdenke, habe ich die Mädels hier vorher noch nie gesehen. Ich frage mich, wie diese mysteriösen Mädels sein können. Auf geht's, wir schauen uns mal an. Willst du mich verarschen? Oh, es ist so kalt, Frosty. Okay. Ich dachte, das ist der Haupteingang. Ah, da ist der Haupteingang. Okay. Mal sehen. Ach, das sind die Mädels. Hey, Mark. Oh, so trifft man sich wieder. Nochmals danke für die Hilfe. Du bist also ein Schüler hier an der Alpine? Stimmt, hatte ich das nicht erwähnt? Hier soll es einen Schüler namens Sean Frost geben. Du weißt nicht zufällig, wo der sich gerade aufhält? Frost, aber klar weiß ich, wo er der ist. Der bin nämlich ich. Sean Frost ist mein Name. Schön, dich kennenzulernen. Ach so. Ja, freut mich auch. Moment, was? Du bist Sean Frost? Du siehst ganz anders aus, als ich gedacht habe. Die Gerüchte haben wohl einen völlig verrückten falschen Eindruck vermittelt. Ja, tut mir leid, falls ich eure Erwartungen nicht überfüllen konnte. Mir wurde einmal sogar der Spitzname Frost, der Bärenbezwinger, gegeben. Jeder, der die Gerüchte hört, denkt, ich müsse ein Mann wie ein Baum sein. Aber egal, ich bin wirklich der echte Sean Frost und es freut mich, euch alle kennenzulernen. Hey, meint ihr echt, dass diese putzige halbe Portion ein echter Einsatz für Axel sein kann? Putzig? Das ist aber nicht nett. Wolltest du mich etwas fragen? Den Isma-Bus? So sieht's aus. Wir haben uns aufgemacht, um die Aliens der Alias Academy aufzuhalten. Wir sind auf der Suche nach Fußballspielern, die uns begleiten wollen. Wir planen, das stärkste Team des Landes aufzustellen. Alias Academy? Boah, wollt ihr damit wirklich sagen, dass Alias auf dem Weg hier ist? Mir wäre es lieber, sie wären es nicht. Schon, aber wieso jetzt eigentlich? Der ganze Wirbel um Frost? Sobald ich die Gerüchte um ihn gehört hatte, wusste ich, dass ich unbedingt mit ihm Fußball spielen muss. Ich will unbedingt sehen, was euer stärkster Stürmer auf dem Platz bieten kann. Oh, ich verstehe. Dann lasst uns doch am besten eine Runde Fußball spielen. Scheiße, ich hab mich nicht geheilt. Pah. Ich gehe schon mal voraus auf den Platz. Kommt mir nach, wenn ihr bereit für ein Spiel seid. Der Fußballplatz ist gleich da hinten. Da tritt mich hinunter. Okay. Yippie, wir haben ein Spiel. Ich bin so aufgeregt. Aber Kevin anscheinend nicht. Ich hoffe, dass Kevin in Ordnung ist. Ja, mache ich. Nachdem ich mich irgendwie geheilt habe. Okay. Jetzt gehe ich noch kurz zu Frost. Ich hoffe, nur keine Kämpfe kommen jetzt.
und wir sehen uns im nächsten Part.